Ich habe sie bereits angekündigt. Wir werden diese Woche nicht verstreichen lassen können, ohne noch einmal über die österreichische Medienlandschaft zu sprechen. Dass aber das so schnell gehen wird und dass die Redakteurin Todt vom allseits bekannten und beliebten Falter gleich so viel Munition für heute Sonntag noch bereitlegt. Damit war nicht zu rechnen, aber mehr dazu gleich nach dem Intro. Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier hat vorige Woche im Online-Medium Express einen sehr, sehr interessanten Kommentar veröffentlicht, wo er sich mit der Destruktivität der Linken auseinandersetzt, und er hat vor allem das Beispiel der sozialen Medien herangezogen, wo man sieht, dass die Linken gar nicht daran interessiert sind, eine konstruktive Diskussion zu führen, sondern am Ende einfach alles nur zu zertrümmern. Interessant ist in diesem Zusammenhang, auch das habe ich seinem Kommentar entnommen, dass Twitter ja tatsächlich überhaupt nicht dieses breiten Medium ist, was es vorgibt zu sein. Es gibt eine Studie aus der Bundesrepublik Deutschland, die besagt, dass lediglich 1% der deutschen Bevölkerung Twitter-User ist und wiederum nur 1% von diesem 1% verwendet Twitter auch regelmäßig. Und wenn man sich dieses 1% von den 1% anschaut und dann vielleicht noch die Journalisten abzieht, dann kann man sich in etwa herausrechnen, wie groß die Bubble ist, die sich da im Prinzip aber tagtäglich gegenseitig beglückt und gegenseitig auf die Schultern klopft. Das ist in Wahrheit nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, die aber sozusagen als Grundlage für alles genommen wird, was in den Mainstream-Medien zu lesen ist. Vielleicht ist das schon einmal der ursprüngliche Fehler in diesem Zusammenhang, dass die Journalisten dieses Landes nur mehr digital in irgendwelchen Twitter-Bubbles leben, aber schon lange nicht mehr den Schritt aus der Redaktion heraus gewagt haben, um sich mit echten Menschen zu treffen. Das aber nur nebenbei. Mir hat es gefallen, dass die Redakteurin des Falters, die Frau Todt, genau das bewiesen hat, indem sie kürzlich einen sehr, sehr interessanten Tweet abgesetzt hat. Sie wissen, Falter, eines meiner Lieblingswochenmagazine, nimmt ja für sich selbst in Anspruch, der Gralshüter der Moral in dieser Republik zu sein. Und auch der Herr Klenk, der Chefredakteur des Falters, hat ja gerade in der Corona-Krise gezeigt, dass er es so richtig ernst meint. Er hat damals sogar, und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Angstproblem, vielleicht sollte die Redaktion auch einmal darüber nachdenken, diese ganzen Angststörungen abzubauen, aber der Klenk war ja derjenige, der sich dann aus Angst vor einem Menschen, der keine Maske getragen hat, sich den Rest der Zugfahrt auf einer Zugtoilette eingesperrt hat, das natürlich auch getwittert hat und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass in dieser Zeit sonst niemand mehr auf die Toilette gehen konnte. Also das ist der Herr Klenk und sein Falter, und dort gibt es eine Redakteurin, das ist die Frau Todt. Und eben diese erwähnte Frau Todt hat gestern einen sehr, sehr interessanten Tweet abgesetzt. Sie dürfte nämlich irgendwann einmal doch den Weg aus der Twitter-Bubble oder aus dem 7. Bezirk herausgefunden haben und dürfte auf ein Plakat der FPÖ gestoßen sein, auf dem Herbert Kickl zu sehen ist. Ich meine, vermutlich hat ihr das schon den Angstschweiß auf die Stirn gedrückt und hat sie in Schnappatmung versetzt, aber was sie dann gesehen hat, da ist sie wirklich einer ganz großen Sache auf der Spur, und ich denke, in den Vereinigten Staaten macht man sich keine Gedanken mehr darüber, wer den nächsten Pulitzer bekommen soll, sondern das wird wohl die Frau Todt für die Feststellung bekommen, dass Herbert Kickl hier eine olivgrüne Jacke getragen hat und das Ganze auch noch mit einem Österreich-Button. Das hat die Dame so dermaßen aus dem Gleichgewicht geworfen, dass sie sofort einen Tweet abgesetzt hat mit einem Bild dieses Plakates, und sie hat da drinnen auch den Pressesprecher des österreichischen Bundesheers mehr oder weniger zur Rede gestellt, warum das österreichische Bundesheer nicht dagegen vorgeht, dass ein Populist wie Herbert Kickl eine grüne Jacke trägt. Dieser Tweet ist sehr, sehr witzig anzuschauen gewesen. Ich habe selbst auch ein Foto von mir drunter gepostet. Ich habe im Übrigen zufälligerweise dieselbe Jacke, bin also auch einer von den bösen olivgrünen Trägern, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Jäger in Österreich auch oder sehr viele Wanderer. Aber das nur nebenbei. Aber sich zu entblöden, so einen Tweet abzusetzen und das österreichische Bundesheer mit einzuschalten, das hat schon komödiantischen Charakter. Und ich rate jedem, diesen Tweet einmal durchzuschauen und auch die Antworten darauf. Ich werde den Link dann unten hineinstellen. Witzigerweise sind dann sehr, sehr viele Fotos aufgetaucht von Menschen, die ebenso grüne Jacken haben, und ja, was mich dann fast dazu gebracht hat, vom Schreibtischsessel zu fallen vor lauter Lachen, war ein Selfie der Frau Todt selbst, wo sie sich in einem grünen Mantel abgelichtet hat. Also man sieht schon, wie krank diese Debatte eigentlich ist. Krank ist es vor allem vor dem Hintergrund,
Da ja der Falter gerade zu der Fraktion jener Personen gehört, die ja mehr oder weniger ehrfürchtig den Worten des täglich im Unterleibal auftretenden ukrainischen Präsidenten lauschen, den am liebsten auch im Unterleibal ins Parlament zugeschalten gehabt hätten. Und genau diese Fraktion mokiert sich jetzt darüber, ob jemand eine grüne Jacke trägt oder nicht. Aber nachdem auch die Frau Todt offensichtlich angstgetrieben ist, habe ich versucht, auch dieser Angst auf die Spur zu kommen. Und da bin ich auf eine Umfrage gestoßen. Die Umfrage sagt nämlich, dass die FPÖ mittlerweile fast genauso stark ist wie der verbleibende Rest an Unterstützern für die österreichische Bundesregierung. Das heißt also, die Bundesregierung und die FPÖ alleine liegen momentan gleich auf. Da ist es mir natürlich vollkommen bewusst geworden, dass die Frau Todt schon wieder ihre grünen Mantelfelle davon schwimmen sieht und dass wir da jetzt in eine ganz, ganz schreckliche Phase aus ihrer Sicht eintauchen werden. Nichtsdestotrotz muss man, Frau Todt, und Sie sind doch eine Demokratin, natürlich auch Veränderungen in der politischen Welt akzeptieren. Und man muss natürlich als Demokrat und Vorzeigelinke auch zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die vielleicht außerhalb von Bobostan leben, die tatsächlich mit Zuwanderung konfrontiert sind, die tagtäglich darunter leiden, dass Menschen vorbeiziehen an ihren Häusern, in den Gärten sich aufhalten, in die Swimmingpools hineinspringen und dass auch diese Menschen, die außerhalb des 7. Bezirks wohnen, ein Recht darauf haben, ungestört zu sein und ebenso unbehelligt ihrem Leben nachgehen zu können. Das sind Dinge, die liest man im Falter nicht sehr oft, aber ich denke, es wäre mal wichtig, sich auch auf diese Sachen zu konzentrieren. Wichtig wäre zum Beispiel auch gewesen, im Falter über die Ausschreitungen zu Silvester in Wien zu berichten. Wenn sie es schon nicht geschafft haben, das über Berlin zu machen, wo sogar die grüne Innenministerin Faeser schon davon spricht, dass das krass sei, na, dann schreiben sie wenigstens über das eigene Land, zumindest über die Stadt, wo sie den Großteil ihrer Inserate und ihrer Zuwendungen herbekommen. Aber auch das schaffen die Linken nicht. Sie lenken ab und versuchen mit solchen Postings moralinsauer mit dem Zeigefinger auf andere Menschen zu deuten. Und das ist ein bisschen schwach, ist ein bisschen wenig. Da müsste man sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, Frau Todt, und dafür bin ich Ihnen ja auch wiederum dankbar. Es ist wirklich toll, dass Sie es geschafft haben, jetzt auch in der kleinen Twitter-Blase dafür zu sorgen, dass die Frühlingskampagne der FPÖ entsprechend gut medial zur Kenntnis genommen wird, dass man darüber diskutieren kann. Sie haben uns einen sehr, sehr guten Dienst erwiesen und vielleicht denken Sie auch einmal, und das ist jetzt eine Bitte, die ich an den Herrn Klenk richte, vielleicht denken Sie auch einmal darüber nach, den von Ihnen wöchentlich vergebenen Dollen der Woche, diesen Dollen der Woche einfach einmal redaktionsintern zu verteilen. Möglicherweise hat sich die Frau Todt schon dafür beworben. In diesem Sinne, schönen Sonntag. Die Ibiza-Affäre hat die österreichische Innenpolitik im Jahr 2019 nachhaltig aufgewirbelt. Alexander van der Bellens Aussage »So sind wir nicht« galt bald nach Beginn des Untersuchungsausschusses und den Ermittlungen der WKStA gegen die ÖVP als überholt. Es offenbarte sich ein tiefer Staat, errichtet von der türkisen ÖVP. Doch diese ist gescheitert, die Türkise-Familie ist in Auflösung begriffen. Christian Hafenecker konnte gemeinsam mit seinem Team im Untersuchungsausschuss Unmengen dazu beitragen, dass die korrupten Machenschaften aus dem türkisch-schwarzen Umfeld schonungslos an die Öffentlichkeit gelangen. Der Untersuchungsausschuss hat bewiesen, dass nicht die Mächtigen korrupt geworden sind, sondern die Korrupten mächtig. Seine Eindrücke, seine Rückschlüsse, sein Fazit hat er in seinem Buch »So sind wir« kompakt zusammengefasst. Sichern Sie sich jetzt gleich Ihr Exemplar der dritten Auflage unter www.hafenecker.at und erhalten auch Sie einen spannenden Einblick in den tiefen Staat. Wer schnell ist, erhält, solange der Vorrat reicht, sogar ein Buch mit persönlicher Signatur von Christian Hafenecker.